Moin allerseits, ich bin Sven und heute gibt es mal wieder einen neuen Teil aus meiner Bushcraft Unentdeckt Reihe. Ich habe vor gar nicht allzu langer Zeit bereits ein Video in dieser Reihe gemacht zum Thema Licht und zwar Lichtfarben. Das Thema Licht ist aber in Kombination mit dem Unentdecktbleiben so extrem wichtig, dass ich da gerne noch einen zweiten Teil zu machen wollte und zwar zur Lichtdisziplin. Das wird auch gar kein langer Teil werden und ich werde euch da jetzt auch gar nicht groß was einblenden können, denn ich habe keine Kamera, die es darstellen könnte. Also es macht jetzt keinen Sinn, irgendwo in einem schwarzen Nichts irgendwo was aufblitzend zu zeigen. Es geht mir in diesem Teil wie in jedem Teil darum, dass ich euch verschiedene Punkte ins Gedächtnis rufen möchte, die man im Hinterkopf behalten kann. Meine Bushcraft Unentdeckt-Reihe hat ja jetzt schon einige Teile und ich habe alles zusammen in einer Playlist gesammelt. Also wenn ihr auf meinen Kanal klickt, habt ihr verschiedenste Playlists und eine davon ist unter anderem Bushcraft Unentdeckt. Und da findet ihr sämtliche Videos zu diesem Thema gebündelt. Wie jedes Mal erklärt, geht es bei dieser Reihe explizit darum, wenn man es wirklich darauf anlegt, unentdeckt zu bleiben und das einfach machen möchte. Aus welchen Gründen auch immer. Es geht dabei nicht um eine normale Tour, das wäre viel zu stressig, sondern es geht wirklich darum, explizit unentdeckt bleiben zu wollen. Für mich gibt es im Wesentlichen zwei Situationen, wo ich gerne maximal unentdeckt bleiben möchte. Das ist zum einen, wenn ich irgendwo in Siedlungsnähe, in Menschennähe draußen übernachte, dann fühle ich persönlich mich einfach wohler, je unsichtbarer ich werden kann und je weniger ich wahrgenommen werde und wenn ich weiß, okay, mich findet sowieso keiner. Das ist eine Sache so fürs persönliche Wohlbefinden als auch eine gewisse Übung. Und Hand in Hand geht das Ganze mit, ich habe Spaß dran. So manchmal habe ich einfach Bock drauf, wirklich das bewusst darauf anzulegen und dann wirklich so wie ein Schatten durch den Wald zu gehen, dass ich wirklich von niemandem wahrgenommen und oder gesehen werde. Das ist einfach eine Sache, die macht mir manchmal Spaß. Es geht mir dabei nicht in dieser ganzen Reihe nicht darum, jetzt irgendwie die super duper Spezialeinheit zu spielen oder sonst irgendwas. Ich werde hier jetzt auch nicht mit Tarnfarben im Gesicht ankommen und mit Ghillie Suit und so weiter und so fort und sich in den Boden einbuddeln. Das kann man alles natürlich noch wesentlich weiter auf die Spitze treiben, aber wie praktikabel das dann am Ende ist, das ja, steht für mich einfach in keinem Verhältnis. Deswegen ist es für mich so eine gemäßigte Tarnung. Wie gesagt, Lichtfarben, da habe ich euch schon was zu erzählt. Da schaut gerne in die Playlist, wenn es darum geht, ob Rotlicht, Weißlicht, Blaues Licht oder Grünes Licht besser ist oder wofür die jeweils besser geeignet sind und was die für Vor- und Nachteile haben. Bei der Lichtdisziplin geht es aber darum, einfach dafür zu sorgen, dass so wenig wie Licht wie möglich verwendet wird und am besten eigentlich gar keins. Also die reine Lichtdisziplin ist letztendlich, dass einfach auf Licht verzichtet wird und auf sämtliche leuchtende Quellen verzichtet wird für diesen Zeitraum der Nacht, um halt einfach das Profil so gering wie möglich zu halten. Wir sind ja glücklicherweise in keinem Gefecht, das heißt, es geht da nicht um Leben und Tod. Nichtsdestotrotz, wenn man dieses Unentdeckte sehr intensiv praktizieren möchte, ist einfach Licht etwas, was extrem auffällig ist und eins der Punkte, die am auffälligsten sind, weil in der Nacht natürlich Licht extrem weit auffällt und naja, auch grundsätzlich nichts zu suchen hat. Deswegen also immer hervorsticht, wenn da irgendwo plötzlich ein Licht ist. Ganz egal, ob es rotes Licht ist, ob es weißes Licht ist, gelbes Licht ist, grünes Licht ist, blaues Licht, vollkommen egal. Sobald irgendwo in der Dunkelheit, in der Natur ein Licht aufleuchtet, ist das erstmal auffällig. Nun denkt natürlich bei Licht jeder erstmal an die Taschen- oder an die Stirnlampe. Und das ist natürlich auch der intensivste Punkt. Und wie weit man darauf verzichten kann, ist von der Situation abhängig. Nach Möglichkeit baut man sein Lager noch irgendwo in der Dunkelheit auf, dass man gerade noch was sehen kann, legt sich schlafen und zieht dann wieder los. Das klingt natürlich in der Theorie super, funktioniert im Sommer hervorragend. Also im Sommer ist das gar kein Problem. Da kann man super in der Dämmerung am Abend sein Camp aufbauen mit dem letzten Licht und mit dem ersten Licht gleich wieder aufstehen. Aber spätestens im Winter haut das halt nicht mehr hin, denn da wird es irgendwo um 16 Uhr dunkel und wird gegen 9 Uhr wieder hell. Und da müsste man schon sehr, sehr früh sein Camp aufbauen, dort sehr, sehr viel Zeit verbringen und sehr, sehr spät wieder losziehen. Das, wie gesagt, macht einfach keinen Sinn. Das heißt, da werdet ihr um eine gewisse Lichtquelle nicht drumherum kommen. Deswegen halt auch dieses Lichtfarben, wo man es da so ein bisschen geringer halten kann. Ich möchte aber neben Lampen noch zumindest auf zwei Punkte zu sprechen kommen, wo man nochmal mit dran denkt, beziehungsweise auf drei Punkte zu sprechen kommen, an die man mitdenken kann, um eben diese Leuchtquellen zu verhindern. Das eine ist der Punkt des Feuers oder des Kochers. Da habe ich ja auch schon in dem Teil, oh, wie hieß er, ohne Mampf kein Kampf, irgendwie sowas habe ich das, glaube ich, spaßeshalber genannt, geschrieben, dass man grundsätzlich sowieso nicht in seinem Camp kochen sollte. So einmal durch die gegebenenfalls entstehenden Geräusche, als auch durch die entstehenden Gerüche. Auch dazu habe ich noch ein eigenes Video gemacht. Aber ein weiterer Punkt, und da kommen wir zur Lichtdisziplin, ist natürlich einfach die Helligkeit des Kochers. Wenn ihr da eine Flamme habt, sei es jetzt Hobokocher oder Lagerfeuer, das sind natürlich so die auffälligsten, ganz klar. Aber auch schon der Spirituskocher zum Beispiel hat eine sehr kräftige, lodernde Flamme, die auch sich auch mal bewegt. Und das ist schon
relativ auffällig. Natürlich gibt es Kocher, die sehr, sehr unauffällig sind. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Trangier in dem Gestell nehme und so weiter, wenn der Topf drauf ist, ist das sehr, sehr, sehr unauffällig. Man sieht kaum was davon. Gut, sobald man den Topf runternimmt, geht die Flamme hoch und ihr habt einmal wieder so einen Aufblitzen, was genau der Punkt ist. Dann haben wir noch einen Gaskocher zum Beispiel, der so ein bisschen vor sich hin faucht. Der ist vom Lichtfaktor auch relativ gering. Da kommt ein bisschen Geräusch dazu, wobei sich das nicht so weit trägt. Also nicht so sehr wie beim Benzinkocher. Nichtsdestotrotz ist das halt alles Licht. Und ihr werdet das kennen in der Dunkelheit, wie extrem weit so eine Leuchtquelle tatsächlich sichtbar ist. Das ist, sobald noch ein bisschen Helligkeit da ist, fällt das überhaupt nicht aus. Und das denkt man sich, oh, das ist ja gar nichts. Aber sobald es wirklich finstere Nacht ist, fällt jedes Fitzelchen Licht extrem weit auf. Das ist der erste Punkt, wo man neben der Stirn- bzw. Taschenlampe dann denken sollte, dass wenn man doch für sich selber entscheidet, man möchte in seinem Camp irgendwie was kochen. Wie gesagt, bei normalen Touren ist das alles ein anderes Ding. Und da mache ich es auch, dass ich schön gemütlich im Camp koche und esse. So mag ich einfach gerne. Aber das ist tatsächlich ein Punkt, wo man dann denken sollte, wenn man wirklich möglichst unentdeckt bleiben möchte. Das nächste ist das Handy-Display zum Beispiel oder überhaupt irgendein Display vom E-Book-Reader, wenn man abends noch was lesen möchte oder halt einfach vom Smartphone. Das ist so im Alltag auch nicht schlimm, so. Aber auch da gilt wieder, sobald wirklich absolute Dunkelheit ist, ist das eine enorme Leuchtwirkung. Das erstmal beleuchtet euch das Gesicht, weil ihr guckt in der Regel rein. Das heißt, ihr habt ein direkt beleuchtetes Gesicht dazu, was nochmal doppelt auffällig ist. Das Licht an sich plus euer Gesicht, was dann nochmal erstrahlt wird. Das ist einfach sehr, sehr auffällig im Gesamten. Und ihr könnt ja einfach mal in einem komplett dunklen Raum einfach mal das Display aufmachen und beispielsweise irgendeinen Messenger öffnen oder den Browser öffnen oder was auch immer. Ich bin zwar selber immer im Dark Mode eingestellt bei meinem Smartphone, weil ich das lieber mag, aber selbst damit ist es noch eine immense Leuchtkraft, die das Gerät einfach hat, wenn es in der kompletten Dunkelheit eingeschaltet wird. Das heißt, auch da sollte man wirklich tunlichst vermeiden, einfach offen irgendwo im Wald dann nochmal eben aufs Handy zu gucken. Das kann man vielleicht machen, wenn man zum Beispiel ein komplett gut geschlossenes Zelt hat, wo auch wirklich kein Licht rauskommt. Das ist ganz wichtig, weil wenn Licht rauskommt, dann verstärkt ein Zelt das Ganze nur noch, weil dann habt ihr diesen Raum erleuchtet und dann leuchtet nicht nur das Display, sondern dann leuchtet das ganze kleine Zelt. Also da solltet ihr unbedingt darauf Acht geben, erstmal in Erfahrung bringen, ist die Ausrüstung, die ihr verwendet, lichtdicht, dass wenn ihr nachts nochmal aufs Handy guckt und ihr seid zum Beispiel, der Observer müsste ziemlich lichtdicht sein, das habe ich noch nie getestet, weil ich einfach, wenn ich auf Tour bin und bewusst unentdeckt bleiben möchte, dann gucke ich nicht aufs Handy. So, dann ist das Handy im Flugmodus im Rucksack. So, das heißt, da gehe ich gar nicht erst in Gefahr. Da gehört das Handy für mich in dem Moment zur ersten Hilfe und ich verwende das nicht. Also da entgehe ich dieser Sache komplett. So, ihr könnt das ja mal für euch testen, dass ihr, wenn ihr ein Zelt habt oder so, dass ihr es mal testet. Wenn ihr in der kompletten, und ihr müsst das in der kompletten Dunkelheit testen, wenn das Gerät da drinnen vor sich hin leuchtet und das ist zu, wie gut ist das durch diesen Schutz, Biwaksack, Ein-Mann-Zelt oder was auch immer, zu sehen. Als nächstes eine Sache, wo ich selber vor kurzem drauf reingefallen bin, in Anführungsstrichen, beziehungsweise es ist mir unmittelbar aufgefallen und ich habe es dann ausgeschaltet und habe aber vorher nicht dran gedacht. Also erst in dem Moment, als ich in absoluter Dunkelheit draußen hier im Wald war, ist es mir erst aufgefallen und ich musste so ein bisschen grinsen, weil es wirklich extrem auffällig war, obwohl es so eine kleine Sache ist. Und zwar, wenn ihr eine schöne, schlaue Uhr habt, so, die zum Beispiel ein Herzfrequenzmesser habt, dann hat die ja immer so ein grünes Leuchten. Und da die Uhr ja nicht wirklich 100% immer plan am Handgelenk liegt, sondern sich durchaus auch mal bewegt und mal so ein bisschen absteht von der Hand und wenn man am Gange ist, dieses blinkende grüne Leuchten ist im Dunkeln, im absolut finsteren, wirklich, wirklich grell und auffällig. Und das habe ich vor kurzem bei einer Tour gehabt, ich habe, glaube ich, das Tarp aufgebaut oder sowas. Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall habe ich dann mein Handgelenk bewegt und in dem Moment setzte halt dieses Blinken ein und ich habe mich für einen kurzen Moment wirklich erschrocken, weil ich nicht zuordnen konnte, von wo dieses helle Licht kommt. Ich war halt in absoluter Finsternis. Da habe ich blindes Knoten geübt im Dunkeln. Beim Tab, dass ich halt einfach auch wirklich in Finsternis knoten kann. Das mache ich immer mal wieder, um einfach die Fingerkettigkeit zu behalten und das immer mal wieder ins Gedächtnis zu rufen. Kann ich auch nur empfehlen, die Sachen auch immer mal bei Dunkelheit zu üben. Und da habe ich halt gemerkt, wie hell doch wirklich diese Messung, diese Herzfrequenzmessung ist. Die habe ich direkt ausgeschaltet. Lege ich jetzt auch nicht so riesen Werk drauf, dass mein Herz getrackt wird. Und gerade das ist wieder so ein Punkt, wo man so diese Kleinigkeiten, und hier kann ich jetzt gar nicht alles aufzählen, weil ihr vielleicht ganz andere Geräte habt, vielleicht ihr noch ein GPS-Gerät mit einem sehr hellen Display oder irgendwas anderes, wo ihr halt gegebenenfalls mal raufguckt oder was ihr verwendet, was einfach elektronisches, helles Licht verursacht. Ein weiterer Punkt sind nachleuchtende Gegenstände, Dinge, was auch immer. Zum Beispiel nachleuchtende Schnüre oder vielleicht habt ihr irgendeinen Patch am Rucksack, der fluoreszierend ist.
Das ist ganz cool, aber auch da im Dunkeln fällt euch erst auf, wie gut dieses fluoreszierende Etwas funktioniert und wie stark das zu sehen ist. Oder wenn ihr irgendwas Reflektierendes habt, genau das Gleiche. Das ist zwar nicht ganz Lichtdisziplin, weil ihr dann selber nicht Licht verursacht, wenn es reflektierende Dinge sind, aber wenn halt irgendjemand anders mal so in eure Richtung leuchtet, warum auch immer, und ihr habt irgendwelche Dinge, die reflektieren, das ist dann, als wenn ihr mit dem Scheinwerfer zurückleuchtet. So, das ist wirklich, jetzt mal überspitzt gesagt, aber ihr wisst, was ich meine. Das ist sehr, sehr auffällig und solltet ihr tunlichst vermeiden, dass ihr dann irgendwas habt, was reflektiert. Aber um nochmal auf die fluoreszierenden Patches zurückzukommen, das weiß man nicht unbedingt immer und nicht jeder Patch, bei jedem ist das ausgezeichnet, dass die fluoreszierend sind. Meistens erkennt man es, aber das ist auf jeden Fall eine Sache, die ihr testen solltet vorher, einmal in Dunkelheit, denn sonst, wenn ihr den ganzen Tag in schön praller Sonne gelaufen seid und euren Rucksack dann irgendwo am Baum abstellt, da habt ihr da so ein leuchtendes Teil auf dem Rucksack, was dann einfach auch echt auffallen kann. Jetzt mag der ein oder andere natürlich sagen, dass ich da sehr pingelig bin, aber es geht in dieser Reihe explizit um den Wunsch, unentdeckt zu bleiben. Und mein Ansatz bei dieser Reihe ist nicht, dass ihr alles davon irgendwie befolgt oder sowas. Ihr könnt sowieso machen, was ihr wollt. Ich will keinem von euch erzählen, was und wie ihr irgendwas tun sollt. Was ich aber möchte, ist, diejenigen, die es interessiert, einen gewissen Werkzeugkoffer zur Verfügung zu stellen, dass sie für sich die einzelnen Werkzeuge, die für sie selber praktikabel sind und funktionieren, sich heraussuchen können und für sich ansetzen können, um vielleicht die eine oder andere Lücke zu schließen, wo einfach vorher noch nicht dran gedacht wurde. So, das soll es auch schon gewesen sein. Wie gesagt, ein eher kürzeres Video, aber da wisst ihr besser, was ihr für Geräte habt. Mir ging es darum, euch einfach mal den Floh ins Ohr zu setzen, das kritisch zu hinterfragen und zu beäugen, was ihr habt, was Licht verursacht. Ich will jetzt natürlich niemanden dazu verleiten, dass er nachts im Dunkeln querfeldein durch den Wald geht, sich da irgendwie die Haxen bricht, weil er irgendwo drüber stolpert. Natürlich nicht, das wäre eine denkbar dumme Idee. Es geht immer nur um das natürlich sinnvoll Machbare für einen. Ganz klar, ihr sollt euch da in keiner Weise irgendwie selbst in Gefahr bringen, dass ja, wäre dumm. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, wie immer gerne ab in die Kommentare oder über meine Homepage mich anschreiben. Ihr bekommt da auf jeden Fall Antwort. So oder so, schön, dass ihr mit dabei gewesen seid und bis zum nächsten Mal.